Die Zukunft der geschlagenen Schweizer Bank Credit Suisse ist immer noch ungewiss. Am Samstagabend hatte sich die Regierung für die Krisenversammlung getroffen, ohne dann spezifische Entscheidungen auszudrücken. Im Raum gibt es eine vollständige oder teilweise Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank, der größten Schweizer Bank UBS. Staatssicherheit. Laut Medienberichten fordern die Schweizer Aufsichtsbehörden UBS auf, ihre kleineren lokalen Konkurrenten zu übernehmen. Das Ziel ist eine Vereinbarung bis Montagmorgen, bevor die internationalen Börsen eröffnet werden. Die Zeit läuft aus. Die Schweizer Regierung in Bern steht unter erheblichem Druck, die Lage der Credit Suisse AP Photo zu stabilisieren. Die Zentralbank, die finanzielle Aufsicht und die Regierung der Schweiz sind auch darum, eine größere globale Bankenkrise zu verhindern. Die Schweizer Regierung kann Notfallmaßnahmen ergreifen, um den Verschleppungsprozess zu beschleunigen, schrieb die Financial Times. Zum Beispiel könnte sie die 6 Wochen Zeit für die Konsultation der Aktionäre bei der Übernahme verkürzen. Angst vor Zusammenbruch? Credit Suisse war bereits nach Skandalen und Misswirtschaft geschlagen. Als es nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank der US Money Institute in eine weitere Abwärtsgeigung geriet, konnte aber nur vorübergehend den Abwärtstrend des Aktienkurs stoppen. Die Schweizer Zeitung Tagesanzeiger ist der einzige Weg, um die Bank von UBS zu übernehmen. Das Vertrauen von Customers ist vollständig verschwunden. Die Entwässerung des Geldes ist immens, da das Darlehen über 50 Schweizer Franken Milliarden der Nationalbank nicht nützlich ist. Jeder hat Angst vor Zusammenbruch, sagte die Zeitung.